Ich glaube, das gehört alles nach Plan. Ist alles gut? Ja, oh, doch nicht. Repariere den bestätigten Reaktorableiter und tausche ihn aus. Ableiter! Connelly, der Idiot sollte die Ableiter schon vor einer Woche prüfen. Alles klar. Morgen, Sie müssen die reparieren. Oder mit viel Glück nach einem Ersatz suchen. Ist kein Problem, ich habe schon einen gefunden. Ableiter, da, okay. Ist ja kein Problem. Oh, was ist denn da? Das ist... Ach, ein, Dingens. Ich vergesse jedes Mal den Namen. Fabrikator. Der ist nur nicht, repariert. Ableiter, ja. Wohin muss ich dafür? Sag mir nicht... Ach, ich muss da rein. Ja, genau, ich muss... Nee, oder? Ich muss da rein? Ach, hier doch keinen. So, ich lasse das mal hier, bevor der mir das gleich um die Ohren fliegt. Geht denn hier die Tür auf? Ach, hier ist ein Knopf. Oh, da habe ich eine schöne Idee. Ich glaube, ich habe eine richtig schöne Idee. Anzug wurde beschädigt. Ja, ist in Ordnung. Ey, haut ab, haut ab. Ja, ist in Ordnung. Anzugsreparaturkit wollte ich sowieso mal wieder nehmen. Wo haben wir den denn? Das hier ist ein Anzugsreparaturkit. Oh, ein Wunder, dass ich die mal so schnell finde. Psykraft könnte man auch mal eben auffüllen. So. Dann komm mal her. Du Ableiter. Müssen dich mal eben... Oh, da war was. Zystoid. Ach, da ist ja immer noch einer. Egal, den lassen wir mal da. Oh, Backe. Hier bekomme ich aber Strahlung, ey. Aber richtig. So. Scheint uns aber nicht viel auszumachen im Großen und Ganzen. Die Ersatzreaktorableiter waren im Frachtaufzug, wie angefordert. Connelly sollte sie runterschicken, wenn es passt. Ja, ist doch alles okay. Neustart. Genau, schließe die Neustartsequenz ab. Ich glaube, ich mache das hier mal vorher zu. Darf ich nicht. Okay. Geht von selbst zu. Achso. Na dann. Warum wackel ich ihn so? Ah. Jetzt wackel ich nicht mehr so. Gerade eben aber. Okay. Gut. Weiter geht's. Fortsetzen. Jetzt wackel ich wieder so. Ja, ab und zu wackelt er. Fortsetzen. Boah. Hilfe. Bricht ja alles zusammen. Oh nein, das ist Technopart. Das ist nicht nur einer. Hilfe. Das war's. Ich leite Strom zu den Aufzügen und den Luftschleusen. Aber da sind Spannungsschwankungen und Lecks in der Kühlmittelkammer. Passen Sie auf dem Rückweg auf. Es könnte noch mehr beschädigt sein. Warum hört sie sich so niedergeschlagen an? Tja, ich verstehe. Du hast alles zurückgesetzt. Die Talos 1 steht dir offen. Clever. Gewagt, aber clever. Gut, dass sich einige Dinge nicht geändert haben. Ich werde mich dir nicht mehr in den Weg stellen. Du hast es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Alles. Komm hoch in mein Büro. Ja, genau. Der will mich doch irgendwie einschließen, oder? Morgen. Waren Sie das? Egal, was Sie gemacht haben, es war übel. Wenn das eine Art Rache sein sollte... Strom läuft gleich wieder. Das heißt, der Aufzug sollte auch wieder gehen. Das könnte ein Problem sein. Oh oh. Ja, das hier, was ich jetzt gerade hier habe, das könnte... Wurde ich schon entdeckt? Nein, nein, nein. Ich habe ganz ehrlich jetzt keine Lust, gegen die zwei zu kämpfen, weil die sind nicht ohne. Ja, der hat ein Geschütz da irgendwie auf. Hinter ihm fliegt ein Geschütz. Oh, Backe, ey. Auf die lasse ich mich jetzt aber nicht ein, wenn's so klappen sollte. Ich muss ganz nach oben, ja, war mir schon klar. Das heißt, schnell hier hoch. Wo sind die Treppen? Was ist das hier? Ah! Oh, Steuerpanne, defekt. Kommt man damit wieder nach oben? Yes! Oh, super, ja. Sehr toll. Ja. Ah, oh, ist ja schön. Ach, da brauchen wir nicht mehr die Treppen laufen. Ach, ja. Super. Da unten sind sie. Ja, ja. Boah, wie viele Geschütze der da um sich hat. Drei Stück? Der hat drei Geschütze um sich. Bernhard. Boah, der da unten hat auch nochmal ein Geschütz um sich. Oh, Mann. Ich bin weg. Ihr kommt damit nichts am Hut.
Tschüss. Er möchte jetzt also, dass wir in sein Büro kommen. Oh Mann. Ich denke jetzt nicht, dass er uns was antut. Nein. Aber es könnte ja sein, dass er uns irgendwie... Der Neustart des Reaktors hat den Gasalarm in der Kühlmittelkammer ausgelöst. Die Turbinen sind wasserstoffgekühlt. Und jetzt undicht. Der nächste Schuss wäre ihr letzter. Sie könnten genauso gut auf eine Granate feuern. Oh. Oh, hey, wo bist du hin? Ich bräuchte dich dringend. Sie leiden an Strahlenvergiftung. Ja. Bitte halten Sie still. Wie lässig einfach mal. Oh. Alles erledigt. Sie leiden an Strahlenverletzung. Damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfe. Gute Arbeit. Hey. Wir haben ja doch noch was über Technik. Jetzt zum Aufzug. Aber Vorsicht, wer weiß, was hier alles aufgeschreckt wurde. Ich komme nach, sobald ich kann. Treffen uns in Ihrem Büro. Mir geht's besser. Sehe noch ein paar Punkte, aber ich spüre meine Beine wieder. Oh, ich spüre alles. Hey! Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich im Büro bin. Okay. Bis später. Ach, das ist schön. Okay, und wir können jetzt auch wieder durch die Luftschleuse. Was machen wir? Wie geht's schneller? Das ist die Frage. Glaube ich hier. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Da ist ein Fan. Ja, soll ich jetzt nicht einfach. Oh, ich darf nicht schießen. Schießen wäre jetzt ganz doof. Warte mal, hier war doch mal eine Treppe. Wo ist die Treppe? Die Treppe ist kaputt. Soll ich nicht einfach von draußen durchgehen? Was Warnung. Ist hier? Gefährliche Warnung. Steuerpanne. Gefährliche Gaswerte. Was bringt der mir? Bitte evakuieren, ich weiß es nicht, egal. Offene Feuer oder vermeiden. Ach, das Gasding. Um 33% gesenkt. Ah, 33% gesenkt, okay. Aber so viel... Ah, das ist ein ganz normales. Ja, komm mal her. Das macht ja nichts. Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 33% gesenkt. Aua, hey, doch nicht durch die Scheibe. Hör mal. Hast du ein Rad ab? Okay, danke für die Sachen. Hier ist aber noch mehr. Da sind noch mehrere. Soll ich die jetzt alle reparieren? Hier ist anscheinend noch eins kaputt. Ja, aber... Ach komm. Tankintegrität erneuert. Was soll's? Wasserstoffverlust um 66% gesenkt. Wo haben wir denn das letzte Ding? Da. Okay, das müsste dann wieder alles klappen. Tankintegrität erneuert. Ah, sehr schön. Wasserstoffverlust um 99,79% gesenkt. Okay. Risiko durch explosives Gas minimal. Arbeit nach Genehmigung eines Vorgesetzten wieder möglich. Sehr schön. Ist hier wieder alles soweit normal. Gut. Hat ein bisschen was gekostet an Ersatzteilen, haben aber auch genügend. Sag mal, wie kommen wir jetzt hier hoch? Hier ist alles versperrt. Aber ich habe doch so einen kleinen Boost. Ey, kommst du bitte hier? Nein, du sollst hier runterkommen. Kann ich vielleicht hier hoch? Ja, so einen heftigen... Ah, hier aber. So. Wird das jetzt ein Überraschungsangriff? Der guckt in meine Richtung. Hol mal bitte die Rohrzange raus. Der guckt doch immer noch in meiner Richtung. Ja, komm. Die besiege ich aber... Wow, Hilfe. Geht mal zusammen. Und zack. Wo ist der hin? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Jetzt ist er weg. Hey, ich hab doch gerade da hingeguckt. So. Hast du davon, ey. Mich hier die ganze Zeit angreifen zu wollen. Aber zum Medizinoperator laufe ich jetzt nicht. Ich laufe jetzt nicht wieder da zurück. Ich kann ja mir wieder hier ein bisschen Nahrung geben. Huch. Nö, tschüss. Ich glaube, das war zwar nur ein Mimik, aber egal. Komm mal her, du. Ach, weißt du was? Lass ich dich auch einfach hier. Hier hinten ist sowieso... Hier geht's sowieso zum nächsten Gebiet, also... Nutze ich das jetzt mal eben. Hey, wir können mal wieder überall hinlaufen. Das finde ich schön. Jetzt will er nur, dass wir zu ihm kommen, damit er mit uns spricht, aber... Nee, das ist... Nee, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Der könnte uns einsperren, einfach nur vorübergehend vielleicht oder so. Ich weiß nicht ganz genau. So ein bisschen komisch ist es ja schon.
Ich glaube, der hätte es ja am liebsten, wenn wir weg wären. Also, runter hier von der Talos 1. Oder wie war das? Ich glaube, doch, ja, doch. Okay. Oh, das ist neu. Ja, das ist neu. Ja, aber der Talos 1, muss man auch mal sagen, der geht's echt nicht gut. Och, nee. Hey, Großer. Hui! Haben die Aufzüge repariert? Danke. Jetzt kann ich mich frei bewegen. Sie nicht so ganz. Wow. Sie sind in der Lebenserhaltung. Welch ein Witz. Aalbecken. Wo ihr Trackstar-Essen herkommt, klein gehackt und in neuen Farben. Verbunden mit dem Klärsim. Muss ich da lang? System. Auch das ist ein Witz, wie ich finde. So, okay, ich habe ihn mal eben ausreden lassen, ausnahmsweise mal. Weil das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen. Weil es wäre so perfekt gewesen. Der quatscht, aber ist es mal aufgefallen euch? Er quatscht immer dann dazwischen in den stöfsten Momenten. Aber auch wirklich. Naja, macht er sicher extra. Der kann uns orten, das ist total mies, weil wir auch das Armband tragen. Mann. Dieser Koch, ne? Also nee, das ist ja kein Koch. Dieser trügerische Koch. Dieser möchte gern Koch. Der nervt. Trinkst du Alkohol, schlägst du mit der Rohrzange vorübergehend Härte zu und bist nicht länger für Furcht anfällig. Gleichzeitig sinkt jedoch deine Ausdauer, deine Sicht verschwammelt. Jo. Ich kann ja eigentlich mal den Punkt aktivieren, wo wir Alex Yu sehen. Den können wir ja auch orten. Den haben wir geortet. Wie es jetzt mit dem Koch aussieht, weiß ich noch gar nicht. Der Albtraum wird noch... Wer sind jetzt da? Hallo? Ich bin nun in Ihrem Büro morgen. Hä? War hier nicht mehr seit... Ich glaube, seit Ihr Gesundheitszustand zur Debatte stand. Leitende Systemingenieurin Ilyushin. Was zur Hölle? Morgen ist das... Ich bin January. Morgan Hughes persönlicher Operator. Da ist wohl wer in die eigene Stimme verliebt. Alles klar, January. Ist das Morgans Terminal? Und ein Fabrikator? Morgan, kommen Sie hoch, sobald Sie können. Chief Ilyushin, bitte nicht. Bitte nicht? Morgan, hier spricht Dr. Igwe. Okay. Ich habe es in Ihr Büro geschafft. Igwe, was tun Sie hier? Wie haben Sie überlebt? Chief Ilyushin. Also, ich... Dr. Igwe. Meine Güte. Was ist das? Sind Sie das, Morgan? Nein. Nein, das ist January. Morgans Versuch, ein Gewissen zu haben. Aber wie gewöhnlich zeigt sich wieder nur sein Ego. Darauf gibt es eine Reihe von Antworten, Chief Ilyushin. Aber wir haben nur wenig Zeit. Und Dr. Igwe zeigt erste Anzeichen von Angst und Desorientierung. Gut, machen Sie sich nützlich, Igwe. Halten Sie Wache und bleiben Sie vom Fabrikator weg. Ja, Chief Ilyushin. Und, January. Okay. Ja, January nimmt jetzt das Reden über für uns. Ja, alles klar. Warum nicht? Hey, das sind ja jetzt die beiden, die wir gerettet haben. Hätten wir die jetzt nicht gerettet, was wären dann jetzt? Dann wären die beiden jetzt nicht dabei. Finde ich cool. Dass die beiden jetzt dabei sind. Aber warum habe ich hier überhaupt gar keine Mission angezeigt? Wohin soll ich denn? Ich fahre jetzt zur Lobby, ne? Ja, zur Lobby. Guten Abend, Talos. Ach, da oben, ja. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Ja. Oh, wir sind schon da? Schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Ja, den kennen wir ja. Der hängt hier ja immer wieder gerne ab. Ich könnte... Da oben... Mehrere Ziele? Ich dachte im Büro. Was ist denn das für ein Geräusch? Was war das denn? Das war ja total unbekannt. Ich hau mal ein bisschen weiter nach oben ab. Da steht mehrere Ziele und hier unten ist keins. Aber eigentlich sollten wir doch zum Büro. Naja, egal. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Ziel abgeschlossen, mit dem Albtraum, okay. Ja, da unten ist kein Ziel. Oder ist es nicht aktiv? Ich kann ja mal eben nachgucken. Hol die Alex-Zündschlüssel, ja. Vollgetankt, fliehe von der Talos 1, töte den falschen Koch.
Ja. Oh, ich weiß, wo ich hin möchte. Warte, das ist doch da unten. Ich habe eine Idee. Ah, wir haben sie nicht aktiv. Okay. Ich habe eine mega Idee. Jetzt müsste auch die Markierung unten sein, ne? Eigentlich. Ja, vielleicht wird die erst angezeigt, wenn ich da bin. Die müsste aber eigentlich gleich angezeigt werden mal. Sollte eigentlich jetzt schon längst angezeigt werden, oder nicht? Ja, okay, wir wissen ja, wo das Büro ist. Eigentlich. So weit runter? Egal, ich mache nämlich jetzt Folgendes. Erstmal gehe ich hier raus. Boah, hier überall jetzt diese Fäden. Dann zische ich mal ganz kurz hier ab. Wo war das? Hier, ne? Tschüss, bitte öffnen. Ja, ist ja gut, Mensch. Was passiert denn hier? Bin ich richtig? Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte zur Neuromob-Abteilung. Ich wollte da das Ganze zurücksetzen, da wir ja oben gleich sowieso an dem Fabrikator sind. Oh, kannst du die Tür nicht aufmachen? Weißt du was, Telepath? Ich glaube, dich besiege ich mal. Du bist hier schon so lange. Der ist ein bisschen doof. Dafür bräuchte ich aber am besten die Nullwellen. Ich hab ihn. Sag mal, jetzt einfach erstmal abhauen. So, hier war das, ne? Ja, oder? Bin ich jetzt richtig? Hä? Ach. Ja, okay, jetzt weiß ich wo. Oh, da stand gerade Jason Chung. Das ist ein ganz normales Phantom. Oh, ich muss zur anderen Seite. Ach genau, hier durch. Genau, ja, stimmt. Da war doch letztens auch was. Genau, da sind wir ja hier durchgegangen. Und hier ist noch nichts, sondern ein tiefer, glaube ich, ne? Genau, hier. Neuromod-Abteilung. Mensch. So, da gehe ich jetzt erstmal hin und setze das Ganze zurück, damit wir uns gleich schön viele Neurobots machen können. Und mal schauen, wofür wir die ausgeben. Ja, mal gucken. Neuromod-Abteilung. Darauf habe ich lange gewartet. Eine Typhon-Spezies mit direkten Schaden zu töten, kann äußerst schwierig sein. Nichtsahnende oder kampfunfähige Gegner jedoch erleiden größeren Schaden. Ja. Kampfunfähige Gegner. Jedoch erleiden größeren Schaden, okay. Ja, manche sind schon heftig. Vor allem halt die Verstärkten, also Phantoms, okay, geht. Verstärkte Phantoms, so wie Thermal Phantoms. Schon stärker, genauso wie bei den Mimics auch. Die großen, die halten mehr aus und machen auch Schaden. Ne? Zwar jetzt nicht lebensgefährlich, so ein großer Mimic, also der Schaden von ihm, wenn man jetzt nicht irgendwie nur noch ein paar HP haben sollte. Aber die anderen Phantoms, die sind schon etwas heftiger. So, wir können ja den Aufzug nehmen. Ach ja, das waren noch Zeiten hier, immer wenn ich hier vorbeilaufe. Wer ist denn da hinten? Ja, komm mal her, du. Hey, wow. Machst du hier einen auf Spider-Man? Drei. Sehr großzügig. Drei 9mm Patronen. Eieiei. Ist ja mal was ganz Neues. So. Haben wir mal 100%. Sehr schön. Und das hier können wir jetzt endlich mal hacken. Zack. Los geht's. Aua. Und direkt irgendwo gegen geknallt. Y. Aber Sicherheitsstufe 4 war ja bisher immer ganz gut. Und zack. X. Noch 10 Sekunden. Aua. 8 Sekunden. Zack. Super. Ob da drinnen viele Gegner auf mich warten oder was auch immer. Ach, jetzt werde ich... Okay. Da ist doch was. Das sah aus wie ein Technopath. Das sah aus wie ein Technopath. Oh, oh. Hey, Geschütze. Zwei Stück. Nein. Nein. Berda, ich rette dich. Komm mit. Ich lass dich hier drinnen. Das kann der knicken. Was ist das? Ach, so ein Ding. Okay.
Wow. Aua. Ich dachte, das wäre ja noch nicht kaputt. Wo ist der andere Oh nein, das andere ist jetzt dahin geflogen. Ja, da schwirrt's rumherum. Ah, noch eins. Ich habe gerade mal eine Idee bekommen. Vielleicht kann man die wiederherstellen, wenn man die schlägt, bis sie auf dem Boden liegen. Und dann werden die auf dem Boden liegen hacken. Vielleicht sind die dann nicht mehr korrumpiert. Vielleicht, also... Könnte man mal ja ausprobieren, aber nicht, wenn hier gerade noch ein Technopath ist. Das ist aber schon ein guter Gegner, ey. Was ist das hier? Mechanische Tür. Da steht was. Die Tür Aktorenzicken. Kommen Sie zu mir, wenn Sie rein wollen. Graves. Okay. Die zicken also rum. Reagenzglasprobe. Ach so, können wir mitnehmen. Okay. Schade, da können wir jetzt gerade nicht rein. Was steht denn da? Aber mit Hebelkraft 3 könnten wir rein. Haben wir 10? Jetzt sag nicht, wir haben 9. Ne, 6, okay. Ah, mit Hebelkraft 3, ja. Vielleicht gehen wir dafür echt mal die Neuromods aus. Was ist das? Da ist irgendwas defekt. Ein Recycler, okay, muss jetzt gerade nicht. Recycler-Ladung würde ich gleich gerne mal benutzen beim Technopart. Wenn das funktioniert, mal schauen. Da ist er. Da ist er. Das werde ich jetzt mal... Also, als erstes würde ich sagen, damit die Geschütze nicht auf mich schießen, ja, Nullwellen oder EMP? EMP würde ich empfehlen, oder? Ja, der ist dahinter. Da ist er. Man kann ja nochmal gucken. Der markiert jetzt das Geschütz. Ist das dein Ernst? Das Ding ist noch...